nicht nachmachen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der XX-Show. Extreme Experimente und es ist wieder was Extremes angesagt. Das hier sind Tennisbälle. Und was wir schon mal immer wissen wollten, ist natürlich, wie sieht so ein Tennisball von innen aus? Den wollen wir heute mal aufschneiden von Head Championship. 4 Tennisbälle. Ich glaube, alle 4 brauchen wir nicht aufschneiden. Es reicht, wenn wir einen aufschneiden. Oh, das war ja wie eine Dose. Und wir haben hier 4 leuchtende Tennisbälle, Leute. Das wird mal eine echt coole Aktion. Und Tennisbälle, könnt ihr hier schon sehen, sind umgeben von einer Filzschicht, die aus Nylon und Schafswolle besteht. Sind ein bisschen elastisch, aber ihr wisst ja, unser Anspruch bei der XX-Show ist es nicht, euch aufzuklären, sondern unsere Neugier zu stillen. 4 Stück. Einer wird aufgeschnitten, umwoben von dieser Filzschicht. Und ganz wichtig, nicht nachmachen. 4 Bälle, die werden jetzt aufgeschnitten mit der Säge. Wir versuchen es, wir hoffen, es klappt. Und wir legen los. Genau, das kommt vielleicht ein bisschen weiter nach hinten, denn wir brauchen ein bisschen Platz. Wir gehen am besten auch mal ein bisschen rein. Auf jeden Fall vorsichtig sein. Ja. Da seht ihr schon, nicht nachmachen. Da ist auf jeden Fall Luft rausgekommen. Sieht schon mal sehr, sehr spannend aus. Und es riecht auch ganz komisch, muss ich sagen. Oh, da kommt auf jeden Fall was raus. Schaut euch das mal an. Wir schneiden das Ding auf und genau wie beim Fußball. Sehen wir hier nichts drin. Schaut euch das an. Ich kann hier vielleicht auch nochmal aufschneiden. So sieht also ein Tennisball von innen aus. Hier ist nur eine Gummischicht, habe ich das Gefühl. Ja. Fühlt sich an wie so eine... Jetzt aber, wir haben hier natürlich ganz viel Staub, aber schaut euch das an. Ein Tennisball. Und immer noch mal, also hier der, oh ja, und der ist echt, also man merkt, hier ist sehr, sehr viel Luft drin. Der ist ganz hart. Aber jetzt, wo die Luft raus ist, können wir den natürlich zerdrücken, wie wir wollen, Leute. Ein Tennisball zerschnitten für euch. Von Head Championship sind das. Weil ich denke, dass alle Tennisbälle so sind vom Inneren. Und wir haben jetzt unsere Neugier gestillt und wissen, was in einem Tennisball drin ist. Leute, selbstverständlich nicht nachmachen. Wir haben geschaut, was es in einem Tennisball zu entdecken gibt. Nicht viel. Das war's bei der XX-Show. Eine neue Episode, eine neue Folge für euch. Was können wir denn sonst so aufschneiden? Schreibt es doch in die Kommentare, was Extremes wir noch machen können. Ihr werdet jetzt zu Recht sagen, das ist doch kein Experiment. Ja, in gewisser Weise, nein, in gewisser Weise nicht, aber es ist trotzdem extrem und es ist in dem Sinne ein Experiment, dass wir unsere Neugier stillen, um zu schauen, ob es was hier drin ist oder was auch nicht. Und diesmal ist das Ergebnis ergebnislos, würde ich schon sagen. Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bei Dr. Extremos XX Show. Ja. Das war's. Ciao.